Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Ich reagiere heute mal wieder auf Revinzeit und zwar meine Forderungen an Julian Bam. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken eigentlich auch nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Ich hab's dir versprochen, meine Forderung, damit du diesen Preis und vielleicht auch noch was anderes wieder zurückerhältst. Vielleicht fehlt da noch mehr, als du gedacht hast. Generell weiß ich ja, dass du gerade am Skripten bist für Songs aus der Bohne Akt 3 und dementsprechend hast du sicherlich noch sehr viel Zeit, dein Skript dahingehend zu ändern und meine Forderungen zu erfüllen, um deine Preise, deine so geliebten Preise, zurückzuerhalten. Ich weiß, dass dir an diesen Dingern, weil du davon viele hast, trotzdem etwas liegt. Viele Leute haben gesagt, der benutzt es nur als Briefbeschwerer oder als Unterlage. Tschüss. Wie hart muss es, keine Ahnung, wie wahrscheinlich ist es, dass wahrscheinlich Leute das Video von Revi sehen und den vielleicht auch bei der Polizei melden oder so? Keine Ahnung. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, gerade so einer, so ein Millionen-Play-Button, der fehlt schon in deiner Sammlung. Und das weiß ich, dass dir das auf den Sack geht. Meine Forderungen sind eigentlich relativ einfach und ich glaube, dass du die auch sehr gut erfüllen kannst. Forderung Nummer 1, relativ einleuchtend. Ich würde sagen, dass es Zeit ist für eine Entschuldigung. Und zwar eine richtig saftige, ausgiebige und ernst gemeinte, vielleicht sogar in Lyrik verpackte Entschuldigung. Mach das Beste draus, Julian. In Akt 3, Songs aus der Bohne, ist auf jeden Fall noch Platz im Skript. Ich weiß das. Forderung Nummer 2, natürlich möchte ich endlich meine Rolle als der beste und begabteste YouTuber in Songs aus der Bohne Akt 3 wahrnehmen. Das heißt, ich möchte eine Hauptrolle haben, die mich in einem glorifizierten Glanz darstellt und einfach mal zeigt, was für ein unglaublich guter Freund und Kerl ich bin. Schreib mir eine Rolle in Songs aus der Bohne Akt 3. Ansonsten siehst du deinen Playbutton niemals wieder. Und die dritte Forderung, einfach nur, damit ich dir wirklich ein bisschen auf den Sack gehen kann. Ich fände es sehr angebracht, weil in Songs aus der Bohne ja immer sehr viel gesungen und getanzt wird, dass eventuell ein paar Tänzer oder Tänzerinnen mit abonniert Revi-Shirts im Hintergrund tanzen, während ich dann meinen großen Auftritt habe. Würde mir persönlich sehr viel bedeuten. Einfach nur mal, um zu zeigen, dass dir das wirklich leid tut, wie du mich behandelt hast und dass es dir wirklich leid tut, dass du mich so oft heruntergemacht hast und ich endlich meine wohlverdiente Rolle nicht beleidigenderweise bekomme. Ich warte auf eine Antwort von dir, Julian Bam. Du hast jetzt bis zum 7.7.2022 Zeit. 18 Uhr ist deine Deadline, um öffentlich dazu Stellung zu beziehen, ob du meinen Forderungen nachgibst. Natürlich gibt es noch ein bisschen Verhandlungsspielraum, Ju, aber ich bin ehrlich, den halten wir erstmal hier klein, denn ich bin hier gerade am längeren Hebel und das weißt du. Und falls du planst, irgendwie deine Preise auf eine gewagte und coole Aktion zurückzuholen oder du denkst, dass du meine Mitarbeiter, mich oder irgendwen anders unter Druck setzen können oder Maris und Tassi, die hier mit in der Halle sind, vergiss das Ganze mal schön. Ich werde dir gleich noch mal im Anschluss erklären, wo die Preise sich befinden, wie gut die beschützt werden und dass du niemals, aber auch wirklich niemals die Möglichkeit hast, an diese Preise ranzukommen. Also egal, was du machst, du musst meinen Forderungen nachgeben, ansonsten werde ich deine Preise einfach mit der Dampfwalze überfahren. Und ich bin geisteskrank, ich mach das. Übrigens geht hier noch mal ein großer Gruß raus an die Person aus Berlin, die eine anonyme Anzeige gestellt hat, weil ich bei Julian... Ja, tschüss, einfach mit der Dampfwalze mal eben seine Preise überfahren. Ja, tschüss, jo. Revi übertreibt ja mal wieder völlig. Oha. Was? Ich denke mal nicht, dass er das macht, weil das wäre etwas zu krank. Einfach die Preise mit einer Dampfwalze zu überrollen. Autsch. Das wäre ja schon zu heftig. Lecko mio. Bam, angeblich eingebrochen bin. Das Video dazu findet ihr natürlich auf meinem Revigang-Kanal. Die Sache ist schon geklärt. Es ist alles in grünen Tüchern. Ich kann mit diesen Preisen machen, was ich will. Es liegt an dir. Komm meinen Forderungen nach oder du wirst die Konsequenzen alleine tragen müssen. Und für die Leute, die das Ganze immer noch nicht verstehen, vielleicht beruhigt ihr euch ganz kurz, weil das ist immer noch Spaß zwischen zwei Freunden. Ich glaube, ihr nehmt das alle ein bisschen ernst. Ich brauche dafür keine Anzeige jetzt wegen Erpressung bekommen. Und es muss jetzt auch nicht sein, dass irgendwer wieder zur Polizei läuft. Wir sind Freunde und das ist ein YouTube-Video. Hier geht es nicht um ernsthafte Straftaten. Und zu guter Letzt würde ich dir ganz kurz noch einen kleinen Einblick geben, Ju, wie gut wir auf diese Preise aufpassen, wie gut wir sie behüten und vor allen Dingen, wie unmöglich es für dich sein wird, diese Preise jemals zurückzuerhalten, es sei denn, du kommst meinen Forderungen nach. Ich würde sagen, schau dir das Ganze einfach mal an. Das ist übrigens Jonas. Walter Deinberg. Jonas ist nicht nur ausgebildeter Kampfsportlehrer, sondern auch tatsächlich Boxer, MMA-Fighter, Geheimagent, MI6-Agent und beim FBI angestellt. Julian Bam, du hast keine Chance, deinen Preis jemals wiederzusehen. Ich glaube, wir haben den Forderungen nachträglich noch mal ein bisschen Druck verleihen können, Ju. 7.7.18 Uhr. Ich erwarte eine Stellungnahme von dir, sei es in einer Form von einem React, Instagram-Story, einem Posting, vielleicht sogar einer privaten WhatsApp-Nachricht. Melde dich. Ansonsten endet die Sache hier wirklich hässlich. Und das wollen wir nicht. In diesem Sinne, liebe Grüße. Und vielleicht markiert ihr Ju auf diesem Video mal. Der wird sich sicherlich freuen. Und vergesst bitte nicht, wie gesagt, das hier ist alles noch Spaß. Also dreht nicht durch. Peace. Alles klar, läuft. Egal, Leute.
dann würde ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Ganz schön stark von Revi, ey. Eieiei. Dass der so eine Nummer abzieht, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber gut. Mal gucken, was das wird. Mal gucken, was das wird. Ich bin schon mal gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. In den Tagen wird natürlich auch sozusagen die Seite von Julian Bam kommen, so quasi. Ich werde da auch noch drauf reacten, quasi. Wo Julian Bam quasi Stellungnahme dazu bezieht und so weiter. Habe ich schon übelst Bock drauf, mal zu hören, was er so dazu zu sagen hat und alles. Auf jeden Fall, wenn ihr schon mal nichts mehr verpasst wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Bis, kommt da einmal gerne durch. Da würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag auf jeden Fall an der Stelle und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.